Ich denke, heute ist der Tag, wo Chainsaw Man nur noch kranker Shit ist. Das, was in dieser Folge passiert ist, Junge, das ist nicht mehr anders zu erklären, dass die Serie ab sofort nur noch abliefert. Nur noch. Letzte Woche, stille, ruhige Szene, alles okay. Heute weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Willkommen zu meiner Review, zu Chainsaw Man Folge 8. Zuallererst muss man nämlich sagen, dass Mappa die Anfangsszene mit Himeno sogar noch ein bisschen erweitert hat, was im Manga nicht gewesen ist. Also die Szene mit Himeno hat halt eben Mappa sogar noch besser gemacht irgendwie durch die Animation. Wie Himeno Denji zum Beispiel zu sich nach Hause gebracht hat, was einfach lustig war, wie sie ihn einfach fallen gelassen hat, was sehr cool war eigentlich. Und sie hat sich selbst ausgezogen und so ein bisschen Denji. Also es war einfach cool anzusehen und so lustig und dann ging es halt da weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Und man hat einfach nochmal alles gesehen. Jedenfalls ist Denji nun in diesem Moment, wo er nämlich seine Chance bekommt. So, es ist nicht mehr viel. Er könnte jetzt sein erstes Mal haben. Aber während Himeno Denji auszieht, bemerkt sie nämlich, dass ein Lutscher in seiner Hosentasche drin ist, den er nämlich vom Makima bekommen hat. Also so ein wichtiger Moment für ihn war, also allgemein muss ich das nicht so genau erklären. Weshalb Denji sich dazu entschied, noch zu warten, da er gerne die Erfahrung mit Makima machen will. Also er hat zu ihr Nein gesagt. Kann man so sehen oder so sehen, ne? Was hättet ihr wohl gesagt bestimmt? Dennoch haben die beiden gefrühstückt und sich gut miteinander unterhalten. Himeno will zum Beispiel Denji helfen, mit Makima zusammenzukommen. Und Denji soll Himeno mit Aki helfen. Ja, sie steht auf Aki. Ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Wem würde das jetzt irgendwie so ganz, ganz ehrlich verwundern? Das Ende vom Lied ist halt einfach nur noch, dass die beiden jetzt eine Allianz gegründet haben und sich gegenseitig helfen. Sie sind ab sofort gute Freunde und keine Kollegen, sondern wirklich Freunde. Das hat auf jeden Fall Himeno so klar gemacht. An sich nach Pushita ist sie offiziell die zweite Freundin von Denji. So was Normales, so cool ist eigentlich. Nur jetzt kommen wir eigentlich mal zum Moment ab, wo einfach alles irgendwie so einen ganzen Breakout hatte. Es war einfach erstaunlich. Es war unnormal erstaunlich und selbst ich habe keine Worte dafür, was hier abgegangen ist. Als nächstes bekamen wir halt nämlich Makima, die halt letztendlich noch mit ihren Leuten, also mit einer ihrer Leute, da mit dem Zug nach Kyoto fährt. Und allgemein sieht alles im Zug normal aus. Und wirklich gesagt, ja, im Anime, muss man sagen, hat Mappa hier tatsächlich die meiste Szene CGI gemacht, bis auf Makima, auf gewisse Szenen. Ob es jetzt halt in meisten Fällen gut aussieht oder eher schlecht, das kann man so sehr sagen. Mich hat es jetzt nicht so ganz gestört. Hätte es natürlich viel mehr ohne CGI gehabt. Bin ich ehrlich. Also gestört hat es mich nicht, aber ich hätte es sehr gerne viel weniger CGI gesehen. Dennoch war es nämlich so, die Passagiere verhalten sich hier nämlich total verrückt. Ich weiß nicht warum, aber es ging irgendwie so ab, dass die in einem Moment einfach mal sich geduckt haben, irgendwie so ganz schnell weg waren. Es war so ruhig, so ganz normal ruhig. Wir bekamen so einen seitlichen Blick auf Makima und ihren Kollegen. Und wie genau soll man das sagen? Also es ist einfach so, wenn du nur den Anime kennst, du kennst den Manga nicht, du guckst einfach nur den Anime, oder diese Szene wird dich sowas von erschrecken. Einfach so aus dem Nichts, nach paar Sekunden wurde Makima und ihr Kollege einfach mal angeschossen, komplett getötet, einfach mal abgeknallt, die Kopf einfach mal voll blutig. Oder wir sahen hier einfach, wie Makima mittendrin getötet worden ist. Ihre Leiche im Zug, sie war voll Blut, sie ist tot. Makima ist tot, sie wurde erschossen. Und dann kam einfach so eine Musik, die einfach einen wie ein Horrorfilm ähnelte. Junge! Das geht hier ab, Bruder. Alle Charaktere, die zum Beispiel in der letzten Woche in der Folge Trinken kennengelernt haben, mehr oder weniger, gingen einfach ihrer Arbeit dementsprechend nach. Arai und Kobini helfen nur eine alte Dame, den Weg zu zeigen. Am Ende drehten die beiden sich um und diese alte Dame holte einfach eine Waffe raus. Bei den anderen Mitarbeitern ging es halt quasi genauso ab. Ich würde mal sagen, dem passierte das gleiche wie Makima. Man hörte nur noch Schüsse. Es war wahrscheinlich so gesehen ein abgekartetes Spiel, das halt irgendjemand die Idee davon hatte, diese Organisation von Makima umzubringen. Ihre Mitarbeiter, ihre Leute, alle, die damit zu tun haben, irgendeine Art und Weise. Warum? Das werden wir jetzt erfahren. Denji hat sogar selbst diese Schüsse gehört, aber nicht viel darauf beachtet, denn die waren halt irgendwie essen. Also Denji, Aki, Himeno und Power waren halt am Essen. Und plötzlich war es nämlich so, dass sie hier von so einem Typen angequasselt werden, denen das Essen irgendwie nicht gefällt, aber er redet von seinem Großvater, den wir sogar kennen, so wie halt auch Denji den kennt. Das ist nämlich dieser Yakuza-Boss aus der ersten Folge. Dieser Typ meinte, dass der Pistolenteufel, er spricht hier wirklich vom Pistolenteufel, Denjis Herz haben will. Also all das alles hier spielt zusammen eine Rolle und dieses ganze Ziel war einfach, Denji zu bekommen. Weswegen auch dieser eine Teufel aus diesem Hotel auch Denjis Herz wollte. Das alles hat mit dem Pistolenteufel zu tun. Der Typ holte eine Pistole raus und schießt Denji ab. Denji war auf dem Boden, tot, was
auch immer, Leute, er ist der Protagonist. Man kann jetzt nicht genau sagen, dass er wirklich tot ist. Also es ist natürlich ganz klar. Aber er wurde in den Kopf geschossen. Er war auf jeden Fall erstmal weg. Dann hat eben der Typ auf Aki geschossen, dann auf Himeno. Und Power konnte den Typen noch irgendwie eine reinhauen, also dementsprechend ausweichen. Und Aki konnte hier nochmal schnell agieren und rufte nochmal seinen Fuchs, der auf einer sehr, sehr krassen Art und Weise rausgekommen ist. Und das sah einfach unglaublich geil im Anime aus. Besser hätte ich mir gar nicht vorgestellt, die Szene so im Anime. Ganz ehrlich, so besser nicht. Aber dennoch muss man sagen, dass dieses kleine Häuschen damit zerstört worden ist. Und es ist natürlich so eine Sache gewesen. Es ist einfach nur beängstigend, dass wenn Charaktere, die man kennt, so einfach umgebracht werden. Aki sieht dann auch noch mal zu Denji und sein Blick sagt einfach mehr als 1000 Worte. Er sieht zum Beispiel auch noch mal zu Himeno, die sehr stark verletzt ist. Und Akis Fuchs sagt hier auch etwas, was sehr strange ist. Was er gegessen hat, war weder Mensch noch Teufel. Also etwas Ähnliches wie Denji. Und dann kommt einfach so eine Anime-Szene, die sogar viel, viel besser als im Manga aussah. Ey, der Fuchs wird einfach hier aufgesäbelt. Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie tot ist oder wie das mit diesem Fuchsgeist funktioniert. Keine Ahnung, aber er wurde von diesen Typen aufgeschnitten. Er kam ein Teufel mit Schwertern raus. Das, Leute, ist der Katana-Man. Das klingt so komisch, wenn ich sage Katana-Man, Alter. Das hätte man so keine anderen Namen so. Aber ja, es ist Katana-Man. Also, was ähnliches wie Denji, der sich immer wieder verwandeln kann. Junge, das hier ist so scheiße geil. Aki will sich jetzt mit ihm anlegen. Hingegen Power die Blutung von Himeno heilen soll. Was interessant ist, Aki nutzt hier nämlich sein Schwert, was aber aus irgendeinem Grund eine lange Nagel ist. Es ist nämlich so, er hält es an sein Ziel, schreit entweder los oder Feuer, je nachdem weiß ich nicht genau, was er im Anime da gesagt hat. Und dann war da halt eben so eine Hand, die dieses Schwert bzw. Nagel irgendwie in diesen Teufel reindonnert. Also jedes Mal muss Aki nur drauf zielen und er muss einfach nur sagen, los oder schieß und dieser Teufel oder Geist haut diesen Nadel einfach rein. Ich denke mal, das ist halt dieser andere Teufelpack von Aki, dieser zählt irgendwie so ein Countdown von 3 runter bei jedem Schlag, den Aki mit dieser Nagel trifft. Und Junge, ich weiß nicht, wie Mappa hier noch irgendwie abgeht, aber das sieht wirklich krass aus. Ich habe mir immer vorgestellt, dass das immer in irgendeiner Art und Weise als CGI produziert werden muss. Und diese Szene war einfach krass. Der Countdown ist bei 0. Aki sagt, dass der Fluch diesen Teufel den Gnadestoß geben soll. Und dieses Ding, was halt irgendwie Aki befohlen hat, jetzt irgendwie abzuschließen, hat den Katana-Band so irgendwie gepackt. Da war so eine knochenartiger Schädel. So Dinge, was weiß ich, was das irgendwie war. Und der hat einfach den Katana-Man zerfleischt. Am Ende lag dieser Katana-Man einfach auf dem Boden, verblutet, hat auf jeden Fall verloren. Kann man halt so sagen eigentlich. Und Junge, diese Fluchtechnik ist einfach krank gewesen. Es ist einfach krank. Aber bedenken wir immer noch, dass Aki damit sein Leben verkürzt hat. Aber davon wird leider nichts mehr erwähnt irgendwie. Jetzt könnte man aber auch noch so denken, okay, es ist jetzt wahrscheinlich vorbei oder sonst irgendwie. Nee. Himeno ist schwer verletzt. Und hinter Aki taucht auf einmal ein Mädchen auf, die einfach den Katana-Man irgendwie geheilt hat. Keine Ahnung wie oder was sie getan hat. Vielleicht hat sie auch einen Pakt mit irgendeinem Heilteufel, was weiß ich, Alter. Aber der Typ steht wieder. Er ging einfach auf Aki los und das war sehr schnell gemacht. Aki wurde hier sehr stark getroffen. Sehr stark. Himeno möchte sogar helfen, aber ihr Geistteufel hat irgendwie in diesem Moment sehr große Angst vor diesem Mädchen, weil irgendeine Kraft hat sie, die richtig gefährlich ist. Und in diesem Moment sieht einfach alles komplett schlecht aus. Komplett schlecht aus. Himeno sieht aber, sie blutet stark. Sie hat sowieso wahrscheinlich in diesem Augenblick nichts mehr zu verlieren. Sieht Aki und denkt so, wenn jetzt nichts passiert, dann stirbt Aki. Und das ist das Letzte, was sie natürlich möchte. Himeno meinte zu ihrem Geist, dass er jetzt nun alles von ihr nehmen darf, also ihren ganzen Körper. Nur solange sie die ganze Kraft verwenden darf vom Geist. Und da zeigt sich dieser Geist-Teufel in einfachen geilen Moment komplett. Himeno sprach nur noch etwas davon in dieser sehr sentimentalen Szene, dass sie halt weiß, dass Aki für sie heulen wird. Weil Aki so eine Art Mensch ist, der genau so etwas tun wird. Und man kann sagen, die Angriffe vom Geisterteufel sind wirklich stark gegenüber dem Katana-Man. Also Himeno verliert immer weiter ihren Körper. Man merkt einfach krass, wie schnell einfach ein Arm weggeht, der andere Arm geht weg. Aber auch der Katana-Man, wie einfach diese Hände von diesem Geisterteufel in ihn reingerammt wird. Es sieht so fucking krank aus. So unnormal krank. Aki guckt sie halt am Ende nur noch an und man sieht es einfach. Er will es nicht. Er will nicht, dass genau das passiert. Er weiß, was geschieht. Er weiß es. Am Ende kann ich nur eins sagen. Dieses eine Mädchen ruft ihr ebenfalls einen Teufel, das wohl einen Pakt mit ihr hat. Eine Art Schlange, die mit einem unnormalen Biss diesen Geisterteufel von Himeno fast komplett verschlungen hat. Aber genau das, was sie halt wollte, hat sie gemacht. Bei Himeno war am Ende nur noch ihre Kleidung am Boden zu sehen. Also mit anderen Worten, ihr kompletter Körper ist nun weg. Leute, Himeno ist in dieser Folge gestorben. Bei diesem Angriff hat sie sich geopfert. Und damit endet die 8. Folge von Chainsaw Man. Also, ganz ehrlich, ich hab
gar keine Worte, was für eine unnormale, geile Folge das hier war. Das ist wahrscheinlich so der Moment, wo Chainsaw Man vielleicht abgeben wird. Wir erinnern uns ja immer, wenn so ein Titel einfach ausgeschaltet wird, bekommt ihr immer so eine Folge, die dann im Internet so krass im Hype gerät, dass wahrscheinlich diese Folge es ist, die Chainsaw Man leben lässt. Auch wenn es schon allgemein lebt, das wissen wir. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will oder was ich damit meine. Mal gucken, was so passiert, aber das ist einfach nur abnormal gewesen. Makima ist einfach umgebracht worden. Was mit den anderen Mitarbeitern ist, mit Kobeni und Arai, keine Ahnung, Alter, wahrscheinlich wurden die auch getötet, aber was das für ein Plan hier ist, was geht hier ab, was geht hier bitte eigentlich ab, was wollen die mit Denjis Herz, was ist denn mit Denji, warum ist der Typ so wichtig? Und darauf müssen wir jetzt mal eine Woche warten. Leute, schreibt mal wirklich rein, wie ihr diese Folge fandet. Das war bestimmt eine geile Folge für euch. Einfach mal so. Schreibt mal, als wenn ihr Anime-only seid, okay? Schreibt mal rein, ob ihr euch erschrocken habt, als so dieser Schuss auf Makima gewesen ist. Schreibt's mal bitte rein, ob ihr euch erschrocken habt. Würde mich sehr interessieren. Also, holy shit. Wirklich, wirklich gut gemacht. Dann auch mit dieser Musik. Ich bin baff, Alter. Wenn euch doch diese Review gefallen hat, dann würde mich natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich. Und den Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.